Uns gelingt es in der Agentur sehr gut, Kunden auf das Thema Pflege anzusprechen, weil wir selbst damit in Berührung gekommen sind. Meine Kunden reagieren auf das Thema Pflege erstmal mit Skepsis. Das ist auch in Ordnung so, weil niemand möchte gern mit dem Thema Pflege sich selbst auseinandersetzen. Aber wir kommen dann relativ leicht und einfach in das Gespräch. Und die Erfahrung zeigt mir dann am Ende, dass die Kunden, wenn sie sich mit dem Thema Pflege auseinandergesetzt haben, unentschieden haben, erleichtert rausgehen. Am meisten interessiert den Kunden tatsächlich, was kostet mich eine Pflege im Pflegeheim, was kostet mich ein mobiler Pflegedienst zu Hause und wie lange reicht am Ende mein tatsächlich angespartes Guthaben dafür. Man kann unsere Pflegeabsicherung tatsächlich auch einen Erbenschutzbrief nennen. Das Erbe wird nicht verbraucht im Pflegefall der Eltern, sondern es gibt eine Rente, einen Geldzusatz, um sich würdevoll pflegen zu lassen. Natürlich redet niemand gern über Pflege oder über Sterben, ganz klar. Und trotzdem ist es ein ganz wichtiger Punkt, indem wir auf einer Gefühlsebene mit unseren Kunden darüber sprechen können, ehrlich und sachlich darüber sprechen können, finden wir so immer einen guten Weg, dieses Thema Pflege einfach ansprechen zu können.